Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 72 von defi.jetzt. Heute siehst du den vierten Teil unserer Fragestunde mit Dr. Johannes Sedlmayr zum Thema Zero Knowledge Proofs. Bleib dran, bis gleich. Kommen wir mal zurück zu diesen Roll-up-Arten oder zu diesen Zero-Knowledge-Arten. Welche dieser verschiedenen Roll-ups, sei es jetzt Optimistic-Roll-ups oder die ZK-Roll-ups, wo siehst du Vorteile und Nachteile bei den beiden? Ist die Funktionsweise von Optimistic-Roll-ups bekannt oder soll ich die nochmal ausführen? Die vielleicht bitte ausführen. Okay, also der fundamentale Unterschied ist, also bei den ZK-Rollups, die nennt man teilweise auch Validity-Rollups. Das heißt also, jedes Update in diesem Rollup-Zustand muss legitimiert werden durch einen entsprechenden kryptografischen Beweis. Das bedeutet also, jede Transaktion, die in diesem Rollup passiert und die als Stapel-Update auf die Blockchain geschrieben wird, die ist in diesem Moment legitimiert. Das bedeutet also, wir haben in gewisser Weise eine sofortige Finalität. Sobald der Rollup behauptet, dass etwas passiert ist, wird auch gleichzeitig der Beweis geliefert, dass das auch genauso der Fall war. Optimistic Rollups hingegen sind eher Widerspruchslösungen. Man nennt die auch Fraud Proofs. Das bedeutet also, der Rollup-Betreiber, der kann irgendwas behaupten. Und man sollte das erst glauben, wenn innerhalb von einer gewissen Zeitspanne, 7 Tage, 1 Monat, keiner widersprochen hat. Das heißt, in der Regel ist es so, dass der Optimistic Rollup eben behauptet, okay, folgende Transaktionen haben stattgefunden. Auch der liefert nicht die entsprechenden digitalen Signaturen mit, notwendigerweise. Aber wenn sozusagen jemand behauptet, dass diese Transaktion gar nicht hätte stattfinden sollen, dann soll der Rollup-Provider doch bitteschön beweisen, dass das auch tatsächlich korrekt war und beispielsweise diese digitale Signatur veröffentlichen. Oder alternativ, wenn der Optimistic Rollup sagt, das Ergebnis einer bestimmten komplexen Berechnung war X und dann widerspricht jemand und der sagt Y, dann wird in gewisser Weise auf der Blockchain verhandelt. Man tastet sich dann quasi innerhalb der Berechnung an den Punkt heran, an dem sich die beiden nicht der gleichen Meinung sind, und dann findet auf der Blockchain quasi dieser kleine Teil der Berechnung statt, wo sie unterschiedlicher Meinung sind, und dann wird eben identifiziert, wer recht hat. Und wenn der Rollup-Betreiber lügt, dann verliert er halt gewisse Sicherungseinlagen, die er vorher zur Verfügung gestellt hat. Und darauf basiert dann sozusagen das ganze Vertrauen. Vorteile von Optimistic Rollups: sie sind technisch sehr viel simpler. Ich brauche keine fancy Kryptografie, sondern ich brauche nur ein cleveres Protokoll, das quasi lokalisiert, wo genau der Widerspruch ist und dann diesen entsprechenden Teil auf der Blockchain ausrechnet für alle. Und natürlich lebt der Optimistic Rollup davon, dass einfach der Rollup-Anbieter keinen Anreiz hat, zu betrügen, denn er weiß ja, dass jemand über die Schulter schaut und gegebenenfalls Widerspruch einlegen könnte, und dann wird es teuer. Das heißt also, der lebt eigentlich davon, dass genau dieses Lokalisierungs- und Widerspruchs, diese Berechnung nie verwendet werden muss. Vorteil ist es einfach, deswegen kamen die auch eigentlich zuerst, vor allem in ihrer, sagen wir mal, allumfassenden Funktionalität, dass beliebige Smart Contract-Ausführungen auf einem Optimistic Rollup laufen können. Einfach weil die technische Komplexität ist zwar vorhanden, aber geringer als jetzt bei den ZK-Rollups. Nachteil Nummer 1, die höhere Zeit, bis man sich auf das Ergebnis verlassen kann. Das heißt also, wenn ich beispielsweise diese 7-tägige Widerspruchsperiode habe, dann bedeutet das, dass meine Assets dort ja 7 Tage eingefroren sind und ich die nicht anderweitig nutzen kann. Das verursacht Opportunitätskosten. In der Regel gibt es dann aber Anbieter, die sagen, okay, ich habe die Berechnung auch gemacht, ich weiß, dass es stimmt, und ich gegen einen kleinen Aufpreis darfst du jetzt die Assets sozusagen von mir während dieser Zeit verwenden. Also man zahlt dann in gewisser Weise halt Zinsen für diese 7 Tage, darf die Assets aber schon verwenden. Nachteil Nummer 2, es ist von der Anreizstruktur so ein bisschen problematisch, denn das System funktioniert nur, solange eben mehrere über die Schultern gucken, was der Rollup-Betreiber tut. Aber solange der Rollup-Betreiber weiß, dass ihm jemand über die Schulter guckt, wird er nicht betrügen. Über die Schulter zu gucken kostet, denn man muss ja die ganzen Transaktionen verifizieren, die sonst keiner verifiziert. Das heißt also, man muss dafür eine Infrastruktur laufen haben.
von der man aber keine Gewinne zu erwarten hat. Und wenn dann irgendwann keine mehr Lust hat, die Überprüfung zu machen, dann könnte der Rollup-Betreiber ja im Prinzip irgendetwas behaupten und keiner prüft mehr, weil kein finanzieller Anreiz da ist. Das heißt, also es ist so, sagen wir mal, ein bisschen fragwürdig, dass die Anreizstruktur gut passt, zumindest langfristig. Wenn man weniger komplexe Berechnungen hat, dann bieten die Optimistic Rollups auch nur eingeschränkt Möglichkeiten, Daten auf der Blockchain einzusparen. Also in der Regel sparen sie Berechnungen ein, weil ja immer noch einiges an Daten publiziert werden muss, wie zum Beispiel die digitalen Signaturen, damit diese ganzen Watchers überhaupt die Möglichkeit haben, die Überprüfung zu machen, also selber nachzurechnen, um im Zweifelsfall Widerspruch einzulegen. Das heißt auch, sagen wir mal, die Möglichkeiten an Skalierbarkeit zu gewinnen sind eingeschränkter bei den Optimistic Rollups. Auf der anderen Seite die Zero-Knowledge-Rollups, die sind erstmal aus kryptografischer Sicht einfach deutlich komplexer und damit in gewisser Weise schon auch riskanter, ne? Insbesondere solange halt die Zero-Knowledge-Technologie noch relativ neu ist und es noch nicht so viele Implementierungen und Audits gibt. Durch die hohe Komplexität ist es natürlich auch erstmal eine größere Investition, das überhaupt zum Laufen zu bekommen. Man braucht im Zweifelsfall sehr hochperformante Sammlungen von Servern, die die entsprechenden komplexen Beweise machen, und entsprechend gab es auch zunächst die ZK-Rollups nur für ganz simple Transaktionen, also für ERC-20-Transaktionen, und erst später dann wirklich auch für generische Smart Contracts, eigentlich erst durch die ZK-VMs, so in den letzten 2 Jahren. Und dadurch hatten natürlich die Optimistic-Rollups auch einen gewissen zeitlichen Vorteil, weil die einfach 1-2 Jahre früher gebaut werden konnten für beliebige Applikationen, sodass halt heute zum Beispiel ein Uniswap auf Optimism einfach deutlich attraktiver ist, weil es einfach schon gewisse Netzwerkeffekte hat, dadurch, dass es ein First Mover war. Vorteil von den ZK Rollups ist, wir haben diese Zeit bis zur Gültigkeit, müssen wir nicht abwarten. Also wir wissen halt einfach, das stimmt, sobald der Beweis publiziert wurde, was in der Regel jetzt nicht jeden Block passiert, weil man ja sammeln möchte, um besonders gut Kosten zu sparen, aber halt vielleicht alle, weiß ich nicht, jede Stunde beispielsweise einmal oder einmal am Tag oder vielleicht sogar, wenn gerade viel Nachfrage ist, auch alle 10 Minuten, kann das ja auch in gewisser Weise skalieren und sagen, okay, höhere Zahlungsbereitschaft, häufigeres Posten, niedrigere Zahlungsbereitschaft, niedrigere Frequenz, also man kann da gewisse Trade-offs einbauen, die es für den Nutzer attraktiv machen, weil man wählen kann zwischen hohen Preisen oder niedrigen Preisen und niedrigen Latenzen. Wir haben bei den ZK-Rollups erstmal einen größeren Overhead dadurch, dass ja der Beweis noch angefügt werden muss. Der amortisiert sich aber dann eben, wenn man ganz viele Transaktionen zusammenfügen kann. Und besonders, wenn man eben ganz viele Transaktionen zusammenfügen kann, dann kann man durch die zusätzlichen Einsparungen an Daten, die ich ja beim Optimistic-Rollup bereitstellen muss, um die Prüfung überhaupt zu gewährleisten, die kann ich bei ZK-Zero-Knowledge-Rollups kann ich mir sparen, denn es muss ja keiner mehr nachrechnen, denn die komplette Korrektheit des Nachrechnens ist durch den Zero-Knowledge-Proof schon bewiesen. Das heißt also, man kann im Zweifelsfall nochmal mehr, insbesondere an Daten, einspeichern. Und Daten sind ja eigentlich im Moment so das größte Skalierbarkeitsproblem, also auch von Ethereum. Also das ist weniger CPU und Memory, sondern das ist wirklich in der Regel eigentlich das Wachstum der Blockchain, sodass eigentlich Speicherplatz besonders teuer und knapp ist. Und das heißt, da bieten ZK-Rollups eigentlich die größeren Möglichkeiten. Ich denke, das dürfte eine relativ umfassende Beschreibung der Trade-offs dort sein. Ja, das war umfassend. Aber der Ralf hat noch 2 Fragen übersprungen. Kannst du kurz noch, wenn du jetzt eh schon gerade in Erklärlaune bist, ZK, also ZKs und ZKs, Darks mit T, den Unterschied erklären, was das ist? Gerne, ja. Also ursprünglich kam die Terminologie, soweit ich weiß, von einem Paper von 2012, das erstmals diese ZK-SNARKs eingeführt hat. Wofür steht das? Zero Knowledge, das haben wir schon erklärt. Also wird nicht mehr Informationen an die verifizierende Partei gegeben, als quasi die Korrektheit der Behauptung, und um die Korrektheit der Behauptung zu verifizieren, aber dadurch wird eben nicht mehr erfahren, als das, was durch die Behauptung bereits preisgegeben wird. So, SNARK, wofür steht es? Also S steht für Succinct. Das ist diese Eigenschaft, wo wir gesagt haben, komprimierend, also quasi der Beweis ist kurz im Vergleich zur Größe und auch zur Rechenintensität der Überprüfung der ursprünglichen Behauptung im naiven Ansatz, wo man einfach nachrechnet, also die komplette Berechnung nochmal ausführt. NA steht für Non-Interactive. Das bedeutet letztlich, also eine einzige Nachricht ist genug. Also ich packe da sozusagen so eine Art Zertifikat, Batch, wie auch immer man es nennen möchte, hin, und den bekommt die verifizierende Partei, und die muss nur diese
diesen Zusatz quasi prüfen und ist dann davon überzeugt, dass es passt. Demgegenüber stehen eigentlich initial, also in diesem 1985er Papier, das das erstmals eingeführt hat, da ging es eigentlich immer um interaktive Beweise, wo ganz viele Fragen von der verifizierenden Partei an die beweisende Partei gestellt werden. Und nur wenn die konsistent beantwortet werden, wird die verifizierende Partei sozusagen graduell immer überzeugter, dass dieses Statement stimmt. Und das wird eben durch kryptografische Verfahren nicht interaktiv gemacht. Und für Blockchains ist diese Nicht-Interaktivität notwendig, denn wir haben ja quasi eine replizierte Überprüfung. Wir haben Dutzende, Tausende von Knoten, die alle diesen Zero-Knowledge-Proof prüfen müssen. Und man möchte jetzt natürlich nicht mit jedem von diesen 1000 Knoten separat sprechen und einen interaktiven Prozess haben, sondern man möchte einmal die Nachricht schicken und dann sollen alle davon überzeugt sein. Manchmal kann dieses Interaktive aber auch ein Feature sein, denn das Interessante bei einem interaktiven Beweis ist, dass jemand, der zuschaut, nicht unbedingt glaubt, dass der Beweis gültig ist, denn die beiden könnten sich ja abgesprochen haben. Das heißt, also man bekommt so etwas wie Deniability, also man kann quasi leugnen, dass etwas Gewisses passiert ist. Und man kann, also man bekommt damit sogenannte Designated Verifier Proofs durch diese interaktiven Prozesse, wo also wirklich nur eine Partei erfährt, dass es stimmt und alle anderen wissen danach nicht mehr als zuvor. Das ist auch im Identitätskontext besonders interessant. Kann man aber auch mit nicht interaktiven Beweisen kriegen mit einem Trick. Also non-interactive, steht das N, Entschuldigung, nicht das NA, sondern das N. Dann R steht für Argument. Was bedeutet das? Wir sprechen immer von Zero-Knowledge-Proofs, aber die Mathematiker sind ein bisschen eigen, was Beweise sind. Und Beweise sollten in der Regel nicht anfechtbar sein. Also sie sollten irgendwie auf vollständig beweisbaren Aussagen beruhen. Und jetzt ist es so, dass wir quasi ein probabilistisches und ein kryptografisches Argument typischerweise in den Zero-Knowledge-Proofs haben. Was bedeutet das? Probabilistisches Element ist eigentlich nicht ungewöhnlich, wenn wir Kryptographie machen. Es gibt immer eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass der Prüfer sozusagen Glück hatte und nur zufälligerweise den richtigen Beweis erraten hat. Ähnlich wie beispielsweise ich ja Glück haben könnte und jetzt Thors Bitcoin-Schlüssel erraten könnte. Das ist aber was, das ist ein Parameter und den kann man letztlich beliebig einstellen. Also in der Praxis wählt man typischerweise dann Parameter, sodass die Irrtumswahrscheinlichkeit ungefähr so groß ist wie die, dass ich in einem Versuch einen Bitcoin-privaten Schlüssel errate. Und man kann sich jetzt überlegen, dass diese Wahrscheinlichkeit einfach für alle praktischen Fälle vernachlässigbar ist. Das ist gar nicht so sehr das Problem. Das Problem ist, dass wir hier auch kryptografische Verfahren haben. Also wir verwenden hier Hashes plus teilweise noch andere Annahmen, die beispielsweise auch bei asymmetrischer Verschlüsselung eine Rolle spielen können, bei manchen Systemen. Und die sind halt jetzt nicht beweisbar, sondern deren Sicherheit basiert letztlich auf Empirie. Also in 30 Jahren hat es halt einfach keiner geschafft, ein effektives Verfahren für Discrete Log oder so zu finden. Aber das ist nicht beweisbar. Also das ist einfach nur eine aus Erfahrung sehr schwer zu knackende Rätsel. Und wenn das jetzt jemand knacken würde, dann könnte man auch effizient Zero-Knowledge-Proofs fälschen, also Beweise finden für falsche Statements. Und deswegen heißt es Argument, weil es halt streng genommen kein mathematischer Beweis ist, weil es für diese kryptografischen Verfahren keine Beweise gibt, sondern halt einfach Annahmen, die sich bis jetzt als valide herausgestellt haben. Und dann das K steht für Knowledge, also ein Argument of Knowledge. Was bedeutet das? Man beweist nicht nur, dass eine Behauptung gültig ist, sondern man beweist auch, dass man weiß, warum diese Behauptung gültig ist. Was macht das für einen Unterschied? Wenn ich jetzt beispielsweise beweisen möchte, dass gewisse Assets meins sind auf einer Blockchain, dann ist ein Beweis, dass ein privater Schlüssel zu diesem Asset existiert, vielleicht nicht gut genug, dass ich diese Transaktion tätigen könnte. Denn dieser Beweis ergibt sich ja beispielsweise schon aus dem Beobachten einer vorhergehenden Transaktion. Na, da muss jemand den privaten Schlüssel gehabt haben. Das bedeutet also, dass ich auch beweisen sollte, dass ich den privaten Schlüssel kenne. Und das ist eigentlich immer bei den Zero-Knowledge-Proofs so, auch wenn ich jetzt beweisen möchte, dass eine Berechnung korrekt ausgeführt wurde. In der Regel möchte ich schon beweisen, dass ich selber die Berechnung ausgeführt habe und nicht nur, dass ich beispielsweise einen Beweis beobachtet habe, dass jemand anderes diese Berechnung korrekt ausgeführt hat. Weil eigentlich in fast allen Anwendungen von Zero-Knowledge-Proofs der spannende Teil ist, dass man eben mehr weiß als die anderen. Also ich habe noch einen privaten Schlüssel zusätzlich, der beweist, dass ich der Kontoeigentümer bin. Ich habe ein digitales Zertifikat, das beweist, dass ich einen Personalausweis habe und so weiter. Deswegen will man normalerweise nicht nur Zero-Knowledge-Proofs, sondern man möchte Zero-Knowledge-Proofs of Knowledge. Das ist ein kleines technisches Detail. Also dafür steht dieses Akronym. Demgegenüber stehen ZK-Starks. Das ist in meinen Augen und auch in den Augen von vielen Kryptografen eigentlich eher ein Marketing-Gag, der
eingeführt wurde durch eben ein neues Protokoll, das eigentlich auch nahezu ein ZK-Snark ist, mit ein paar interessanten Trade-offs. Das heißt also, dieses Paper, das ZK-Snarks eingeführt hat von 2018, von dem Team, das heute, oder von einem Teil des Teams, das heute Starkware betreibt und noch ein paar anderen Kryptografen, hat versucht, ein paar von den Nachteilen von ZK-Snark-Konstruktionen, die man bis dahin kannte, zu adressieren. Und die ZK-Snark-Konstruktionen, die man bis dahin kannte, die waren A, typischerweise nicht postquantensicher, sondern fallen einem Quantencomputer genauso zum Opfer wie die klassischen asymmetrischen Verschlüsselungsmethoden, die wir heute kennen, also die heute auf Blockchains üblicherweise verwendet werden. Wir haben ja noch gitterbasierte Konstruktionen, aber die sind so teuer, dass sie dort keine verwendet. Die haben ein transparentes Setup. Was bedeutet das? Die ZK-SNARK-Systeme, die wir bis dahin kannten, die brauchten ein sogenanntes Trusted Setup. Das bedeutet, dass entweder für jede neue Behauptung, also jeden neuen Verifizierungsalgorithmus, also beispielsweise von Sudoku zu Schach, muss ich einen neuen Setup-Prozess ausführen, indem ich davon abhängig bin, dass derjenige, der dieses Setup macht, gewisse Daten löscht, mit denen man sonst effizient Beweise fälschen könnte. Das ist natürlich nicht erstrebenswert. Deswegen wird das in der Regel in einer relativ aufwendigen sogenannten Multi-Party-Computation gemacht, wo man einfach mehrere Parteien an einen Tisch bringt. Die berechnen das zusammen und wenn nur eine von denen ihre Daten korrekt entsorgt, dann besteht keine Gefahr. Jetzt ist das aber ein ziemlich aufwendiger Prozess. Man kann natürlich sagen, okay, wenn ich dem nicht traue, was die anderen machen, mache ich einfach mit. Weil ich mir selber traue, ist das ganze Thema erledigt. Aber es ist halt einfach immer ein Aufwand. Und insbesondere, wenn ich patchen möchte, also ich jetzt zum Beispiel mein ursprüngliches ZK-Rollup upgraden möchte auf einen weiterentwickelten oder weil ich eine Sicherheitslücke entdecke und die beheben möchte, dann muss man da bei vielen von den ZK-SNARK-Systemen, die wir bis dato hatten, dieses Trusted Setup neu machen. Da gab es dann schon ein bisschen Verbesserungen, wo man sagte, okay, es gibt jetzt auch Systeme, in denen man das Trusted Setup sozusagen nur einmal machen muss, bis zu einer gewissen Komplexität und dann das Setup, das danach folgt, da braucht man quasi kein Vertrauen mehr, dass mindestens einer von diesem Gremium korrekt handelt. Aber das war immer irgendwie ein Schmerz, also einfach unschön und es bestand immer irgendwie Bedenken, ja, aber ich war jetzt nicht selber dabei bei diesem Setup und wenn doch alle unter einer Decke standen und so weiter, bestehen Risiken und diese Starks, also dafür steht das T, das steht für Transparent, das heißt also da hat man nicht mehr dieses Trusted Setup, sondern man hat letztlich einfach keine Abhängigkeiten mehr, dass gewisse Werte weggeworfen werden müssen und man kann quasi einfach öffentlich nachvollziehen, dass man dem trauen kann, was da an Proving- und Verification-System entstanden ist. Das Scalable, das ist nicht ganz unterschiedlich zu Succinct. Zu dem Zeitpunkt war Succinct sehr, sehr streng. Also es musste wirklich sehr, sehr, sehr viel kleinere Beweise sein als die ursprüngliche Berechnung, wohingegen Scalable immer noch viel kleiner ist, aber nicht ganz so viel kleiner. Also für die Mathematiker, das Succinct bedeutet typischerweise sublinear, also logarithmisch. Das heißt also, die Beweisgröße ist entweder konstant oder steigt nur logarithmisch mit der Komplexität der Berechnung, wohingegen bei den Starks scalable auch polylogarithmisch oder manche sagen sogar sowas wie Wurzel oder so in Ordnung ist. Also die sind in der Praxis einfach typischerweise etwas größer. Sie sind immer noch kleiner als eine komplexe Berechnung. Reicht als Antwort, Johannes, wird sonst zu technisch. Okay, alles klar. Also das sind die Hauptunterschiede. Heute sagt man typischerweise, naja, eigentlich, also mittlerweile haben sich so die Techniken, um Snarks zu basteln und die Techniken, um Starks zu basteln, in gewisser Weise gemischt und auch zu einer Strukturierung geführt, die jetzt dazu, also mittlerweile werden da einfach die Bausteine frei kombiniert und deswegen macht eigentlich diese Unterscheidung zwischen Snarks und Starks keinen Sinn mehr, weil es mittlerweile auch Snarks gibt, die postquantensicher sind oder die transparent sind. Und deswegen sagt man eigentlich mittlerweile zu allem Snarks. Man hat da dann, also manche sagen einfach, dieses Succinctness weicht man am besten ein bisschen auf und dann fallen eigentlich auch alle Starks drunter. Und deswegen verwenden eigentlich die Kryptografen diesen Marketing-Begriff nicht mehr und reden eigentlich immer von Succinct, Non-Interactive Arguments of Knowledge. Mhm. Ja, Johannes, danke sozusagen für die, wir haben es nur bis zur Mitte geschafft, aber es wird Folgen geben, hoffen wir.
Und da muss man einfach mal schauen. Aber erstmal vielen, vielen Dank. Und man merkt voller Hochachtung, muss ich das sagen, wie tief du da drinne bist, auch in dieser unheimlichen Komplexität, die ja mit rasender Geschwindigkeit voranschreitet. Und da dran zu bleiben, also alle Achtung. Dankeschön. Ich kann aber auch als Disclaimer mitgeben, ich bin trotzdem noch echt weit davon entfernt, Grundlagenforschung von Zero Knowledge Proofs zu machen. Also ich bin, glaube ich, weiter durchgestiegen, als das der typische Wirtschaftsinformatiker und vielleicht sogar manche Informatiker tut. Aber die Leute, die da wirklich die Technologie vorantreiben, das ist nochmal eine Größenordnung, wo ich dann meinerseits großen Respekt zollen muss. Also da ist schon wahnsinnig viel Tiefe drin. Okay, danke auch nochmal von meiner Seite. Und du, lieber Zuhörer, wenn dir der Podcast, das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, komm in unsere Telegram-Gruppe, bleib uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.